Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dave. Wir joinen auf den Server. So, und jetzt ist 18:10 Uhr, dann habe ich jetzt genau die Zeit im Blick. Dann würde ich ungefähr so bei 18:25 Uhr aufhören. So, wir sind jetzt drauf und wir waren letztes Mal in einem Vulkan. Das hat mir ein, ist übrigens sehr, 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 sehr netter Abonnent verraten. Und zwar der Liebe. Ich blende hier das Kommentar ein, weil ich weiß jetzt nicht mehr, was das geschrieben hat. Auf jeden Fall danke dafür. Mittlerweile ist es hier irgendwie schon total dunkel. Dann mache ich doch glatt mal ein paar Fackeln. Oder habe ich irgendwas in den. Nee, hier habe ich nichts verändert. Nee. Okay, gut, so. Zack. Oh, hallo, ich habe euch Licht gemacht. Hui, hui. Ja, hallo, meine Freunde. So. Okay, also das hier ist auf jeden Fall mal ein Vulkan und ich bin froh, dass ich den entdeckt habe, weil dadurch können wir jetzt natürlich hier alles an Erze abfarmen, was nur geht. Also hier können wir jetzt eindeutig sehr, sehr viel machen und können wir echt ein bisschen geil farmen hier. So, ich wurde geheilt, okay, von irgendjemandem, sehr nett. Wer auch immer das gerade war. Komisch, komisch. So. Zack. Hallo. Stirb. Okay, so. Dann hat mir noch jemand in die Kommentare geschrieben. Boah, ich müsste das jetzt echt offen haben, ne? Aber mein zweiter PC ist aus. Auf jeden Fall, ich werde die ganzen Fragen, würde ich sagen, und die ganzen Tipps in der nächsten Folge vorlesen. Ich lese die auf jeden Fall immer. Also das finde ich schon echt sehr nett und sehr, sehr sexy von euch, wenn ihr mir da helft. Weil. Ich bin halt nicht so der Pro. Ein Hexit wie andere vielleicht. Ey, du schlägst mich noch einmal. Und der. Was für ein. Oh! Leder. Perfekt. Leder ist schon mal echt super. Können wir uns gleich einige Backpacks später noch machen. So. Ich werde im TS angeschrieben. Ja, geil. Das feiere ich. So. Ich hoffe irgendwie, dass noch irgendwas Spannenderes kommt, außer Essen und so. Oh mein Gott, ich werde sterben. Oh mein Gott. Alter, was war das jetzt? Alter, ich bin irgendwie, der ist irgendwie so komisch explodiert. Aber ein Creeper war da ja nicht. Lol. Okay, das war jetzt echt ein bisschen sehr, sehr komisch. Aber zum Glück ist uns ja nichts passiert. Ich würde da jetzt echt gern mal hin. Oh, fast in die Lava. Okay, gut. Zum Glück haben wir ja den Flugstab. Damit fühle ich mich wenigstens schon mal ein bisschen sicherer. Okay, so, zack. Du stirbst jetzt erstmal. Jetzt habe ich irgendwie Angst, dass die wieder explodieren. So komisch. Aber die machen mit deren Spitzhacken richtig viel Damage. Da kommen die daher. Ey, irgendwie, manchmal buggt das alles so. Jetzt war zum Beispiel. Hier die Framerate, das Anfokussieren bei Optifine gelockt. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also manchmal hier, so habe ich gemacht und es ist einfach so geblieben. Keine Ahnung, vielleicht liegt es an meinem Internet. Ich weiß nicht. Gut, auf jeden Fall sind die Lichtverhältnisse hier gerade nicht so gut in meinem Zimmer. Deswegen habe ich hier einfach mal mein iPhone aufgestellt und eine Taschenlampe draus gemacht. Auf jeden Fall sehr praktisch. Oh, geil. Okay, sofort hier den ganzen Stuff rein, den wir nicht brauchen. Zack, 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 zack. Mega geil. Rainforest Iron Stone Chest. Ich weiß jetzt nicht, ob die cool ist oder so oder ob die irgendwas kann, aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Chest. Boah, ey, der Vulkan. Und hier schneit's. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dieser Vulkan hier. So, hier sind auch wieder Diamanten. Perfekt, also Full Dia könnten wir uns auf jeden Fall mal machen. Und vor allem, wir farmen dadurch ja auch einige Level. Das hatten wir ja eigentlich auch vor, Level zu farmen. Aber das hat sich ja dann quasi damit erledigt, weil wir hier extrem viele Spawner abbauen. Deshalb ist das hier nicht so ultra schlimm. Okay, da hinten sind noch ein paar. Vielleicht wäre dann doch ein Bogen mal ganz angebracht. Ich werde die ganze Zeit angeschrieben. Was?
Oh mein Gott. Das ist dieser Typ mit dem Heilstab. Der macht so eine richtig fette Explosion. Und dann werde ich auf Facebook noch angeschrieben. Ja, nee, ist klar. So, ich schließe das jetzt, nachdem ich den hier getötet habe. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Hier, Fenster schließen. Und Fenster schließen. Ich sollte mich halt schon mal nächstes Mal ein bisschen mehr vorbereiten. Leck. Stopp. Hör auf. F2. Ach, immer wenn ich Sachen schließe. Ja, dann fängt es an zu laggen hier. Was soll denn das? Ich habe es doch geschlossen. Das ist doch gut. Oh, stirb. So. Jetzt gucken wir mal. Ich habe ja ehrlich gesagt schon so ein bisschen Schiss, dass ich sterben könnte. Deshalb möchte ich ja eigentlich auch gar nicht so hammerkrasse Sachen machen, dass ich, wobei ich eigentlich sterben könnte. Deswegen mache ich das ja eigentlich nur, weil ich wissen möchte, was da in diesen Kisten drin ist. Alter, jetzt kommt hier die richtige Armee. Ey, ich baue es bei euch weg. Ich schwör's euch. Oh mein Gott. Hier, jetzt kommen alle. Jetzt kommt die Armee. Die Armee der kleinen Zwerge. LOL! Nein, ich habe jetzt irgend so einen Effekt drauf. Ey, die sind so OP, diese kleinen Dinger. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt echt mal nach Hause. Ich weiß ja, wo dieser Vulkan ist. Slowness haben die mir gegeben, okay. Wir haben jetzt wieder fast 30 Level. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay, so. Wir haben ja schon mal fast 30 Level. Das... Oh. Oh, der macht... Die machen einfach richtig viel Schaden. Also treffen lassen darf ich mich von denen mal auf keinen Fall. Das ist das oberste Gebot. Hier. Und so viel Schaden mache ich denen auch nicht. Das heißt, ich werde danach auf jeden Fall mal meinen Bogen enchanten. Weil so geht das nicht. Aber der ist so schnell kaputt. Das ist auch ein bisschen schade. Weil ich glaube, hätte ich irgendwie so einen krassen OP-Bogen, so einen Ledger-Bow oder so, den man ja schließlich auch haben kann, dann würde mir das auf jeden Fall ein bisschen leichter fallen. So baue ich das hier auch gleich ab. Oh, Gold. Okay. The Scroll of Escape. Damit werde ich zum Spawn teleportiert und das werde ich jetzt auch machen. Denn dann muss ich nicht fliegen. So, stirb. Okay. Hi. Du musst auch noch sterben. So, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Sorry dafür. So, ich muss gucken, ob hier irgendwo noch Dias sind. Das ist immer ganz wichtig. Was ist das hier? Was ist das hier für ein Stein? Creepy, okay. Ich pack den jetzt. Ach, den. Man kann keine Rucksäcke in Rucksäcke packen, okay. Ja gut, habe ich auch mal dazu gelernt. Aber Essen haben wir jetzt, glaube ich, mal so viel wie noch nie. Also, ich glaube, da brauchen wir jetzt echt keine Sorgen mehr drum machen. Hier kommen die auch wieder an, diese mit... Oh, was? Was? Wo? Okay, ich hatte den Wither-Effekt oben. Warum auch immer. Ich möchte den Effekt nicht haben, okay? Und du kleines Männchen, du stirbst jetzt auch. Die sind klein, aber feine. Die machen richtig viel Damage. Und ihr könnt mir mal schreiben, was das für Tiere sind. Aber da steht Dwarf. Oh, der explodiert wieder. Da ist wieder jemand, der mich bombardieren möchte, ey. Muss ich echt aufpassen. Vor allem brauche ich da einiges noch an Leid. Ey, hör auf mit deinem Scheißgeräuschen hier. Hier ist wieder so jemand, der so einen Heilstab hat, aber der macht damit unglaublich viel Damage. Okay, ich pack irgendwie mal... Was kann ich denn wegwerfen? Oder, nee, ich möchte gar nichts wegwerfen. Ich pack das alles hier rein, natürlich. Natürlich, so. Zack. Oh, jetzt kommen langsam die guten Sachen hier an. Das finde ich ja nochmal nicht schlecht. Aber wenn der eine Typ wieder mit seinem Heilstab kommt, dann muss ich dem leider sagen, dass ich das nicht möchte. So. Ah, dieser Stein hier macht denen auch Schaden, okay. Schnell abbauen. Perfekt, 33 Level. Die Ebene hier machen wir noch fertig, dann gehen wir auf... Tötet den. Oh, das ist nämlich so ein Typ, der explodieren kann. Oh, das sind mehrere von denen. Der heilt die auch wieder hoch, ne? Ich bin im Spinnennetz. Der hat so ein Spinnennetz geworfen. Ey, du musst leider jetzt sterben, weil selbst kannst du dich ja nicht heilen, du kleine Bitch. Okay. So, ganz schnell abbauen hier. Zack. Spawnt wenigstens nichts mehr Neues. Und hier sind einige Kisten, das heißt, hier ist sicher richtig geiler Stuff.
Ice Essence, Fire Essence, okay. Habe ich hier noch ein Book mit Respiration, okay. Moment, ich pack noch ganz schön was hier in diesen Backpack. So, zack, 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 zack. Gut. Finde ich ja schon mal nicht schlecht. Und dann irgendwie so ein Teil, womit ich mir irgendwie so eine Scale-Rüstung machen kann. Beziehungsweise so eine Tiefrüstung, das wär's irgendwie. Aber ich glaube, das ist nicht... Ich glaube, das gibt's hier dann nicht. Das ist, glaube ich, eher selten. Oder vielleicht müssen wir ganz nach unten. Vielleicht ist da irgendwie so ein Boss oder so. So ein Drache. Das wäre... Hä? Der ist unsterblich. Ey, der hackt. So. Du stirbst jetzt erstmal. Zack. Er ist down. Und ganz komisch. Also bei manchen ist nur Essen drin. Bei manchen sind mega die guten Sachen drin. Das ist das, was mich immer so ein bisschen verwundert. Oh, oh, die machen Damage, ey. Das ist kaum zu glauben, ey. Was die für einen Schaden machen. Oh, hier schon wieder so einer. Nein, halbes Herz. Oh, Leute, Leute, Leute. Ein halbes Herz. Ey, wir wären jetzt fast tot gewesen. Unsere ganzen schönen Sachen wären weg gewesen. Okay, ich fliege da jetzt einfach mal ganz weit weg. Puh, wir haben es geschafft. So, wir wissen jetzt, wo der ist. Der ist hier in diesem Eisberg. Das heißt, wir fliegen jetzt mal ganz schnell nach Hause. So. Wo ist unser Zuhause? Ey, wo ist unser Zuhause, Digga? Wir sind hier zu Hause. Perfekt. Perfekt. Und jetzt gehe ich erstmal schön gemütlich beim Bett schlafen. Gute Nacht. Und jetzt gucken wir gleich mal, was wir uns aus Diamant machen können. Denn dann ist alles in Ordnung. So. Okay. Wir haben eine Ausbeute bekommen, die unnormal fett ist. Das heißt, alles, was ich jetzt so an Essen habe, brate ich jetzt erstmal. Ja, krass. Ja, das ist ja mal richtig geil. So, habe ich noch genügend Stein? Nein, habe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, 8 Stein, das wollte ich. Genau. So, perfekt. Haben wir noch einen Ofen? Jetzt gucke ich mal hier dran, was habe ich denn hier reingepackt? Genau, diese Rainforce-Kiste, die platziere ich mal. Ich weiß nicht, ob die irgendwie... Ach, geil. Okay, hier kann ich also irgendwelche Sachen reinpacken, die ich irgendwie cool finde. Ja, dann würde ich sagen, packe ich hier einfach mal meine Packs rein. Und zack. Ja, das sieht doch mal schön aus. Okay, wir haben eine Glock. Ich weiß nicht, was man mit dieser Glock macht. Ich habe das auch noch nie benutzt. Und ich habe mir in Minecraft auch noch nie so eine gecraftet. Wir haben 6, das bedeutet, wir könnten uns... Och, eine würde uns fehlen. Oder habe ich hier noch irgendwo was? Oh, weil hier dieser scheiß Ofen ist, kann ich es nicht öffnen. Okay. Nee, mir würde noch ein Diamant fehlen für eine Hose. Ich habe so Hexigel-Essenz. Moment. Thief. Da braucht man hier so ein Hexigel-Diamond. Und, ah, da braucht man 4 dafür. Och, schade. Schade, schade. So, dann machen wir uns natürlich wieder ein bisschen Brot. Das ist natürlich lecker. Lecker Brot. Und ein Diamant bräuchten wir noch. Dann könnten wir uns so eine Hose machen. Aber erst möchte ich hier diesen schönen, wunderbaren Bogen enchanten. Und zwar auf irgendwas Krasses. So. Zur verzauberten Hütte. Und den packe ich hier mal rein und mache mal Unbreaking drauf. Power. Ich mache mal Unbreaking. So. Oh. Das ist natürlich schon ein ganz schönes Stück. Flame wäre, glaube ich, auch ganz geil. Kostet aber zu viel, denn wir haben überhaupt nichts mehr. Gut, dann suchen wir jetzt noch ganz schnell in den letzten Minuten noch einen einzigen Diamant. Den muss es hier irgendwo schließlich auch geben. Irgendwie, also mein Internet hat echt so ein paar Problemchen, so wie es aussieht. Hier drin.
Okay, hier oben war schon jemand. Hier war ich. Oh mein Gott. Okay. Hier ist alles drin, aber dann hole ich mir das einfach mal. Protection. Okay. Enderperlen 12, oh mein Gott. Knockback 2. Windessenz nehme ich mir auch mal mit. Ich nehme es mir einfach mit. Ja, und Schokopedia ist sicher auch nicht schlecht. Schokopedia. So, und dann gucken wir weiter, ob es hier irgendwo Diamanten gibt. Ach, bestimmt hier irgendwo. Oh, hier ist sogar schon ein Chocobo, das ist gut. Wenn wir Güsal finden, nehme ich das mit und dann zähme ich so ein Chocobo. Hat mir nämlich auch jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich mir dann endlich ein Chocobo holen soll. So, aber was ich jetzt brauche, sind Dias. Hallo. Gibt's hier keine Dias mehr? Oh ne. Oh ne. Was habe ich gemacht? Ich bin jetzt in der untersten Ebene. Ich bin so ein Idiot, ne? Ich mache es halt einfach immer. Ich mache es halt trotzdem immer. Hier gibt's wahrscheinlich noch nicht mal Kisten. Aber trotzdem. Aber trotzdem, irgendwie reizt mich das so sehr, hier irgendwie zu sein. Aber ich brauche doch nur noch ein Dia. Und wenn ich jetzt sterbe, das wäre ultra ärgerlich. Also das wäre echt ein bisschen doof. So. Ich schieße jetzt aber mit dem Bogen ab, weil der teilweise one-shottet. Kommt halt drauf an, wo ich die treffe. So. So, der ist auch down. Dann baue ich das hier oben mal ganz schnell ab. Wow. Ey, stopp. Ey, nicht so, ne? So aggressiv hier gegen mich. Sag mal, was habt ihr denn für ein Benehmen? Gunpowder, Scroll of Escape. Okay. So. Und dann töte ich irgendwie doch den hier. Boah, das macht schon echt heftig Damage von den Typen hier. Ich habe jetzt noch Hälfte Leben und die haben da irgendwie, keine Ahnung, zweimal draufgeschlagen oder so. Ist schon heftig. Aber gibt es da irgendwie eine Geschichte dazu? Ich weiß nicht. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal ein Stack Brot. Ich glaube, Essen geht uns, glaube ich, nicht so schnell aus, soweit ich jetzt informiert bin. Oh, aufpassen, Leute. Da ist ein kleiner Schlitz. Und da wollen wir nicht reinfallen. Kein Fall. So, stirb. Perfekt. Bauen wir den hier wieder gleich ab. Wahnsinn. Oh, der hat ein Schwert. Oh mein Gott. Das ist ein Dwarf Ninja. Also so ein Zwergenkrieger. Das hier sind halt zumindest alles Zwerge. Soweit ich weiß. So. Okay. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall mal genügend Essen. Ein Zombie ist auch noch dabei. Klar, ich spawn in der Dunkelheit. Ey, du musst sterben. Stirb. Oh, schon wieder sowas, was explodiert. Diese explodierenden Sachen hier finde ich schon ein bisschen sehr, sehr verwunderlich gut. So, hier ist auch wieder nur Essen drin. Ich brauche nichts zum Essen. Ich brauche doch nur einen Diamant. Ein Diamant, mehr möchte ich nicht. Okay, da vorne ist ein Creeper. Da muss ich aufpassen, weil der kann auf jeden Fall explodieren. Okay, so. Aber du kannst auch sterben. Und ihr könnt auch alle sterben. Puh. Die haben so einen Speer in der Hand. Sind richtig krass. Richtig krass sind die drauf auf jeden Fall. Oh, der hält aber auch ganz schön viel aus hier. So, ich habe jetzt fast wieder 30 Level. Ist krass, aber wir haben noch immer kein Deer. Das ist schon ein bisschen hart. Das ist echt schon... Oh, der schon wieder explodiert. Also, was ich nicht verstehe, könnt ihr mir das sagen? Warum explodieren die? Und ich muss jetzt nach Hause. So. Erstmal nach Hause. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie so einen Deer oder so. Von außen oder so, dass man das sieht. Irgendwie so. Oh, 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 ich muss aufpassen. Wenn ich den Flugstab nämlich nicht benutze, bekomme ich ja Damage. Oh, ein Meteoroid. Oh, da gucken wir natürlich gleich mal rein. Ein Freezerite-Helm. Okay. Moment. Erstmal alles hier. Schön in den Rucksack packen, aber der ist schon fast voll. Dann. Ja, ich weiß auch nicht. Das hier weg. Oh, jetzt habe ich Minecraft geschlossen. Nee. So.
Das hier weg. Chocolate Ice Cream. Oh ja, das finde ich natürlich sehr, sehr geil. Das behalten wir. Oh Mann, ich ziehe das immer so weit raus, dass dann hier Block of Iron nehme ich auch mit. So, perfekt. Aber wir haben noch immer keine Diamanten. Egal, Leute, ich nehme jetzt einfach die erste Scroll of Escape, um zu schauen, ob die funktioniert. Havi, Ulalili. Aua, ich bekomme Schaden. Ich bin in der Wand. Okay, stopp. Okay. Hätte ich vielleicht nicht benutzen sollen, wenn ich nicht weiß, dass ich davon sterben kann. Okay. Was jetzt besser, so ein Helm oder nicht? Egal, Leute, wir haben jetzt schon wieder, leider Gottes, 20 Minuten. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir noch so ein bisschen Dias farmen. Dann auf jeden Fall gucken, dass wir auch bald mal die Tiefrüstung zusammenbekommen. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut und ciao.